Sandro präsentiert sich sehr, sehr gut. Ich denke, er hat sich auch sehr, sehr gut vorbereitet. Macht einen guten Eindruck auf uns alle im Training. Haut sich natürlich rein. Er ist ein super Junge, richtige Einstellung, super Mentalität. Klar hat er Stärken, die unsere Mannschaft auch braucht. Und bin sicher, dass er seine Arbeit hier sehr, sehr gut machen wird. Ja, also unsere medizinische Abteilung tut alles dafür. Natürlich abgestimmt immer wieder mit den Physios und mit den Fitnesstrainern, dass der Robert optimale Betreuung bekommt, dass das so schnell wie möglich, muss man natürlich auch, muss der Robert aussehen, wie es ist. Klar, dass er sich gut fühlt, dass er sich wohl fühlt und dass er dann wieder richtig Gas geben kann. Schauen vom Training zum Training eben, wie es ihm geht und ja. Wie wichtig Robert ist, wissen wir ja alle. Deswegen hoffen wir, dass das natürlich nicht lange dauert und dass er natürlich, aber er hat heute schon mehr gemacht, sage ich mal, versuchen eben das wieder richtig zu steuern, die Belastung und versuchen natürlich so schnell wie möglich ihn wieder fit zu bekommen. Klar, Mats auch genau das Gleiche, versucht auch an der Grenze natürlich so viel zu machen. Sie kennen das alles, wie das ist. Du besonders, Torben, muss man immer an der Grenze erarbeiten, eben was man machen kann, was man nicht machen kann. Ich glaube, Training ist die beste Therapie. Deswegen versuchen wir eben auch da mit den Ärzten gute Arbeit zu machen. Wir versuchen eben diese Tage, wie ich schon gesagt habe, optimal hier zu nutzen. Trainieren zwei oder sogar werden, glaube ich, auch mal dreimal am Tag trainieren, haben Vorbereitungsspiele. Deswegen, es ist wirklich gute Arbeit, was geleistet wurde und haben natürlich, wenn man sieht, jetzt sind in der Champions League weiter, Pokal weiter und in der Bundesliga sieht das auch sehr, sehr gut aus für uns. Deswegen, ja, großen Kompliment an alle, nicht nur an die Spieler, sondern großen Kompliment natürlich auch an den Trainer.